Tja, hier sitze ich nun, ich Tor, und habe zwei Korvetten in dem Sektor und Elitejäger und was weiß ich nicht noch alles. Und jetzt habe ich auch noch Schlachtschiffe. Wie soll ich mich denn vor denen verstecken? Zum Beispiel hier. Nein, nein, nein. So. Ich gehe jetzt hier rein. Müsst ihr jetzt erstmal gucken, wie ihr wieder reinkommt. Kann ich irgendwas reparieren? Naja, zumindest die Hülle ein bisschen. Das ist so ein Schwachsinn. Ich glaube echt, dass das das Störsignal ist, wenn der Scheiß... Ja, ich habe auch keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Wenn ich jetzt irgendwie Raketentürme oder so hätte, die von alleine schießen können, aber habe ich nicht. Die erwischen mich aber auch nicht, ne? Also... Immerhin das. Ich erwische sie aber auch nicht. Doch, mit irgendwas haben sie mich gerade erwischt. Koloniales Schlachtschiff hat mich mit irgendwas... Warum kämpfen die denn nicht gegeneinander? Das koloniale Schlachtschiff könnte doch jetzt zum Beispiel super gegen die anderen kämpfen. Ich meine, das bietet sich doch an. Scheiße. Der Schöße kommen ja raus. Also, der ganze Bildschirm ist rot. Ach, jetzt ist die... Oh, warte mal. Du bist ein Depp, Mann. Wow, was war das denn gerade? Ja, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. Halt auch viel weiter schießen als ich. Die Scheiße. Was soll ich denn machen, Leute? Ich weiß es doch auch nicht. Das ist doch scheiße jetzt hier. Geronimo! Wow! Das kann ich gerade gebrauchen. Wow! Wow, scheiße, das war so klar. Ach, verdammte Axt, das ist doch gemein. Mann, das Schiff war gerade so schön aufgerüstet. Och, Menno. Scheiße. Immerhin hat es ein bisschen Geld gebracht. Ach, so ein Mist. So, kaufen wir uns mal noch einen Modulslot. So, was? Anzahl unterschiedlicher Module, die ins Schiff mitgeführt werden können. Nächste Stufe hätte dann 4. Dann haben wir Primärwaffenslots, da reichen eigentlich 2. Um die hoch zu pushen. Ich meine, ich wechsle doch eh nicht oft zwischen denen. Ich kriege auch gar nicht genug Ressourcen, um mehrere Waffen hoch zu leveln. Also von daher, das lassen wir mal so. Beute. Mehr Credits. Das ist eigentlich was sehr, sehr nützlich ist für einen Anfang, um das hoch zu pushen. 5000? Scheuert, nö. Weil das brauchst du im Grunde genommen, um die, Grundlagen hier erstmal zu schaffen. Das ist eigentlich das, wo man am Anfang alles reinbuttern sollte, was man verdient, damit einfach die Prozente hochgehen. Denn damit schaltet man das frei. So, jetzt haben wir hier, Gadget. Das kostet ganz schön viel, um hier Gadget-Slots freizuschalten. Aber immerhin, ein Modul mehr. Das ist doch schon mal irgendwie was wert. Ey, was? Nee. Das kostet... Was? Das kostet echt 6000, um das hochzupushen? Seid ihr bescheuert? Seid ihr bescheuert, Leute? So. Start me away.
Mann, 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 Mann. So einen schönen Start, so einen schönen Lauf gehabt. Und dann kommen diese Korvetten. Merke, nie wieder mit Korvetten. Und ich konnte am Ende nicht mal mehr rausfinden, ob tatsächlich das Ding der Grund war, warum ich nicht aus dem Gebiet kam. Dass man tatsächlich die Korvette vielleicht hätte vernichten müssen. Was natürlich auch ganz schön fies ist. Schiffswrack. Gute Nacht. In other words, her damit. Oh. Okay. Daten empfangen. Captain Kyrion of the Cyclone Corporation. Es ist ein Monat seit dem Piratenüberfall vergangen. Die Lebenserhaltung funktioniert und die Vorräte reichen für weitere 6 Monate. Navigation und Antrieb sind immer noch offline. Beim Sprung aus dem Angriff haben wir die Maschinen ausgebrannt. Status des restlichen Konvois ist unbekannt. Verdammt, ich weiß nicht mal, wo wir sind. Navigation ist direkt vor dem Sprung ausgefallen. Tag 50. Wir haben einen Teil des Antriebs wiederhergestellt und die Navigation funktioniert phasenweise. Langsam arbeiten wir uns so etwas vor, das ein Asteroidensystem zu sein scheint. Und wir hoffen, dort Bergbaufirmen zu finden. Tag 55. Wir werden angegriffen. Es war ein Asteroidengürtel, Lebenserhaltung, versagt. Sanya, Liebe, entschuldige. Immerhin gab's Credits dafür. Der Arme. Dachte, er kommt hier lebend aus der Geschichte raus, aber aus diesem Leben kommt niemand lebend raus. Das wäre auch ein Spiel, was ich mal in VR ausprobieren wollen würde. Wenn ich mir mal irgendwie eine VR-Brille besorgen würde. Aber... Und zwar in einem Büro, ist mir irgendwie zu viel Schissel, die immer mitzunehmen. Und hier für zu Hause, mir wird ja immer so schlecht dabei. Ich habe ja noch die PlayStation VR hier irgendwo liegen, aber mir wird halt echt schlecht bei dem Zeug. Und mir dafür eine kaufen. Nee, sorry. Also. Nee. Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass das nicht hinhaut. Also ich glaube nicht, dass so im Home-Gebrauch sich diese VR-Brillen durchsetzen werden. Zumindest nicht so, wie sie momentan sind. Wenn sie mal kabellos sind, ohne, also wirklich so vielleicht ein bisschen größer als so eine normale Brille. Also wenn sie wirklich einfach richtig eng aufsitzen, dann vielleicht. Aber ob die Technologie überhaupt so weit entwickelt wird, unter den gegebenen Umständen, ist noch eine andere Frage. Wenn sie sich wirklich wie so eine Schlafmaske im Grunde aufsetzen lassen, dann kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht hinhaut. Dass man sagt, hey, das Ding liegt hier eh gerade so auf dem Tisch und dann setzt man es auf. Aber diese riesen Dinger, nee, sorry. Glaube ich nicht dran. Auf keinen Fall. Das war jetzt richtig, richtig dämlich. Ohne Schild in die Truppen reinfahren. Weil ich ja ungeduldig war und unbedingt ganz schnell hin wollte. Das war die Definition von bescheuert. Sie haben mich im Visier. Super. Irgendwas war mit neuer Ausrüstungsgegenstand. Was war das? Zeitverzerrer-Bauplan. Achso, das kann ich upgraden. Machen wir aber erstmal hier Kapazitätsmod rein, wenn wir schon was reinmachen. Was kann ich denn hier bauen? Gatling, Streulaser und
Streukanone. Jetzt habe ich ja hier auch noch den. Ich kann eigentlich mehrere Schilde reinsetzen. Ich habe den Power Booster und ich könnte theoretisch auch noch den Waffenbooster reinsetzen. Zeitverzerrer. Ach, das ist der Slowdown. Haha, sehr schön. Das ist ja eigentlich ganz cool. Na gut. Die Dummheit sei mir verziehen. Und eine Zeitverzögerung. Adaptive Rüstung bzw. Panzerung MK2 kann ich bauen. Das ist schon irgendwie mit diesen nach und nach Baupläne kriegen. Das funktioniert schon. Das ist einen motiviert zum Weiterspielen. Du nimmst die Lage jetzt in normaler Geschwindigkeit wahr, so wie ich. Daran könnte ich mich gewöhnen. Ja, ist aber so für einen Überraschungsangriff mit dem Slowdown gar nicht mal doof. Wenn wir dann denken, mal schön durchzuwechseln. Eigentlich hätte ich sogar, wäre für mich sogar sinnvoller, die Gadgets auf dem Mausrad zu haben, weil ich die ja wahrscheinlich öfter benutze. Als die unterschiedlichen Waffen. Alles mit der Zeitverzögerung. Klar, sind nur 10 Sekunden, aber hey, 10 Sekunden Zeitverzögerung im Kampf, das kann schon viel entscheiden. Springen wir mal nach vorne. War doch gerade eben Erz. GMB-Container, die wollen wir noch nicht. Was haben wir denn noch? Da ist noch ein Wrack. Ah ne, das war das, wo wir gerade waren. Das ist noch ein neues Wrack. Ich entdecke nichts anderes. Vor allen Dingen sehe ich keinen Eingang. Doch, Sekunde. Das ist ganz cool. Also, dieses Hey, sich in so ein Raumschiff reinschleichen.
Das hat irgendwie was. Geladen, bevor der um die Ecke geflogen ist. So benutzt man die richtig. Also, das ist nur ein GNB-Eintrag. Ich glaube, Sammlerdrohne. Ich glaube, mehr ist hier nicht. Nee. Obwohl, Moment. Waren wir schon bei dem Asteroiden? War ich bei dem Asteroiden? Mein Gott, das verschwimmt auch alles, die Erinnerungen an diese ganzen Sachen. Aber ich glaube, bei dem Asteroiden war ich noch nicht. Scanner, mach mal eine Ansage. Oder hatte ich hier doch schon Kristalle rausgeschossen? Bin denn danach zu der Station? War ich hier drin und hab Kristalle? Nee. Hier war ich doch nicht drin. Nee. Aber mehr scheint jetzt hier auch nicht drin zu sein. Na dann düsen wir mal weiter. Ach, sind wir schon wieder hinten angekommen. Sehr schön. Ich komme mal da mal aus dem ersten Sektor raus. What the? Achtung, Feinde! Was ist denn das? Sieht von Weitem aus wie ein Space Shuttle. Ah ne, ist ein Nachschubtransporter. Sah ein bisschen aus wie ein Space Shuttle von aus der Entfernung. Von seinem Profil an der Seite. Achtung, Feinde und, oh, was viel interessanter ist, Achtung, Aufklärung. Ich habe aus Versehen gerade mal ein Kit abgeschossen. Das wollte ich gar nicht. Alles gut. Wo ist der Aufklärer? Moment, hier ist noch Erz. Beziehungsweise, wo ist die Relaisstation? Das ist die interessantere Frage. Erwischt. Erwischt. Na, wo ist hier noch was? Dieser Satellit erinnert mich total an den Satelliten aus IWAR, Independence War. Ach, das wollte ich eigentlich auch mal nochmal als Let's Play, aber ich glaube, das könnte so unglaublich frustrierend werden, wenn man da eine Mission nicht schafft. Weil man es dann halt wie früher, da gab es ja halt keine Speicherpunkte, sondern muss man es dann halt nochmal spielen von Anfang an. Aber das ist wirklich, also das ist so ein tolles Spiel gewesen. Kein freier Slot, aber den habe ich ja auch schon. Oh, falls Zeitverzerrer verbessert, hat weniger Abklingen, aber verbraucht mehr Energie, ist aber nicht so schlimm. Austauschen. Recycle. Cool. Nein, das war das falsche Ding. Fuck. Warte mal. Zeitverzerrer wollten wir haben.
wollte ich jetzt hin? Zur Relaisstation? Wahrscheinlich ist hier am Ende gar nichts mehr in dem Sektor. Schon alles leergeräumt. Komme ich hier durch? Nee. Hier durch die Antriebsgondel. Das geht. Auf der Rückseite ist gleich das nächste Paket. Sehr schön. Das Energiekernerweiterung erhöht die Kapazität deines Energiekerns. 20% mehr Energie. Wir hätten den Power Boost, wir hätten den Verzerrer. Ah, das ist aber schwierig. Sollen wir den mal einfach mitnehmen? Tauschen wir den mal aus. Austauschen. Da kann ich auch nicht aus Versehen irgendwo reinrasen. So, recyceln. Bisschen mehr Power. Kann ja nicht schaden. So, haben wir irgendwas aufgedeckt? Nö, wir hatten schon alles leer gegrast hier in dem Sektor. Kein Problem. Okay, was sollte ich in diesem Sektor erwarten? Eine sehr große Chance auf plündernde Outlaws und kriegerische Ocker. Tut mir leid, dass ich gefragt habe. So, da drüben ist Altmetall. Versuchen jetzt einfach mal hier durchzukommen. Vielleicht haben wir Glück und werden nicht erwischt. Ja, man muss auch mal Glück haben. Dürfen. Da ist nichts. Das ist GMB Technology. Da ist ein Elite Scout, Aufklärer. Das ist eine ganze Bande von denen. Gefährlich da die Ecke. Ist denn hier noch irgendwas, was so aussieht, als wäre es interessant? Vielleicht irgendwie ein Wrack oder sowas? Ich sehe es nicht. Okay, sie sagen Hallo. Sie sagen Hallo, wie wir sagen Hallo. Na, da hat sich die zusätzliche Energie aber gelohnt. Nicht schlecht. Cool. Ich kann sagen, irgendwo ist hier noch was. Da ist ein Schiffswrack. Also MK2-Drohne, Aufklärer und Drohne. Und da ist noch Treibstoff. Ja, den können wir gebrauchen. Okay, also das lohnt sich jetzt hier schon noch. Also ich habe wieder die Zeitverzögerung. Sekunde. Kümmern wir uns erstmal um die anderen Seiten. What the fuck, wo bin ich denn jetzt da reingeraten? Ach du Scheiße! Gott sei Dank habe ich ein bisschen mehr Energie drauf. Fuck, ey. Was war das denn gerade? Kein Problem ist, mein Schiff ist im Arsch. Was haben wir? Schildgenerator und Antrieb. Ach du Scheiße. Aber wieso? Von was? Wieso? Weshalb? Was zur Hölle war hier hinten los? Wo kam die denn her?
sind, aus diesen scheiß Dingern rausgekommen, ne? Teleportationstore, womit die hier immer wieder reinspringen können. Und zumindest ein paar. Je mehr, desto besser. Na, ich glaube, jetzt haben wir es. Traktorstrahl. Nee, den mal recyceln wir. Also, dass mich das jetzt hier so viel zu stehen, zu Kosten kommen würde, damit habe ich echt nicht gerechnet. Immerhin noch ein bisschen Treibstoff und das Wrack ist ja noch irgendwo. Ich glaube direkt über mir. Shit. Was ich jetzt halt bräuchte, wäre ein Reparaturschiff von der GNB. Weil Geld zum Ausgeben wäre jetzt nicht so das Riesenproblem. Immerhin ein paar Nanobots. Schild können wir recyceln. Brauchen wir nicht. Da irgendwo ist noch eins. Da. Jetzt kriegt man auch schon echt ganz gut Credits. Ich hätte wirklich gleich die Credits hochpushen müssen. Das war ein bisschen doof. So, dann schauen wir doch mal. Das reicht nicht. Da brauchen wir mehr Kristalle und hier brauchen wir Energiezellen. Naja, dann nehmen wir erstmal die Hülle hoch. Hände hoch, Hülle hoch. Immerhin geht der Schildgenerator noch. Na gut, dann verabschiede ich mich hier. Und guck, welche Grauenhaftigkeiten mich im nächsten Sektor erwarten. Garantiert nichts werden, worüber ich mich freuen werde. Verdammte Axt. So. Oh ja, klar. Gefährlicher Sektor. Natürlich. Das haben wir gebraucht. Treibstofftanker. Aber da sind immerhin Jäger in der Nähe. Jetzt haben wir hier Outlaw Scouts, die da hinten kämpfen schon. Dann holen wir uns mal hier den Outlaw Aufklärer. Habe ich gerade eine Rakete zerschossen? Sekunde. Wow, 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 wow. Mm, 20 Raketen. Ja doch, ich habe Raketen zerstört. Okay. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie durchkommen. Ist alles okay. Das Ding können wir upgraden. Dann machen wir doch mal... Das hat nicht so eine hohe Reichweite, ne? Das ist das Problem, genau. Die Reichweite ist nicht sehr hoch. Dann pushen wir die mal hoch. Naja, immerhin ein bisschen. Okay, das ist eine OK-Korvette.
Der will ich mich auf jeden Fall nicht anlegen. Habe ich nicht gerade gesagt, nicht anlegen? Oh, was ist das denn? X-Schildmodul XC. Diese Extra Charge Edition des Schilds lädt sich schneller wieder auf und hat eine kürzere Reaktivierungszeit, allerdings auch weniger Gesamtkapazität. Trefferpunkte 60. Nee. Geht natürlich schnell wieder hoch. Nee. Korvette von denen. Ist die Frage, wie viel. Nee, die hat auch Begleitschiffe drumherum, das lassen wir. Mit dem bisschen Hülle. Und mit beschädigten Systemen. Nee, danke. Vor allem, ey, wie weit die Waffen von den Dingern reichen. Irrsinn. Ich mich da nicht hinter irgendwas verstecke. Ist halt einfach mal voll vergessen. Hier sind doch eben gerade welche reingekommen. Im richtigen Moment kann sich das schon echt gut auswirken, das Ding. Zack. Danke. So, was machen wir jetzt mit der blöden Korvette? Ich kann nichts reparieren. Ich kann nichts reparieren. Dann würde ich fast sagen, wir hauen hier lieber ab. Bevor die scheiß Korvette uns hier zerschießt. Denn... Oh, da hinten ist noch ein ganzer Asteroid. Da ist bestimmt was drin. Den können wir auf jeden Fall noch scannen. Ah ja, da sind wir schon. Kristall. Ja. Die sehen auch immer ein bisschen anders aus, die Asteroiden. Da ist noch Technologie. Schildstörer. Ich brauche die Ausrüstung, wie ich sie jetzt gerade habe. Und da ist noch extrahierbares Gras. Gas. Wunsch der Mutter des Gedanken, oder was? Und schnell wieder rein. So. Tschüss. Jetzt lege ich mich doch mit so einer beschissenen Korvette an. Bin ich denn irre? Die Antwort lautet ja. Ach, das könnte aber klappen hier. This looks better than you would think. Schadensbooster drauf. Huh?
Macht sie jetzt. Nein, du sollst sie abhauen! Ich bin nicht sicher, wie lange ich das noch ausgehalten hätte. Ich auch. Geil. Nicht. So, und jetzt macht mich der OK-Jäger hier am Ende fertig. Blöde Geleitschutz. Nee. Wir haben es geschafft, wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Alter! Ich habe eine verfickte Korvette erledigt. Ich meine, es war der klassische Trick. Dieses, hey, ich verstecke mich hinter so einer Kante. So hat man früher Ego-Shooter durchgekriegt, wenn irgendwo eine Stelle war, die nicht zu schaffen war. Sich so hinter ein paar Pixeln versteckt. Aber mir doch egal. The history is being told by the winners. So, I don't care. Das hier ist meine Siegesgeschichte gewesen. Ja, jetzt kommen die noch. Nee, das recyceln wir. Ja, ist ja gut, wir haben es verstanden. Wir hauen hier ab. Ich habe eure Korvette kaputt gemacht. Ihr könnt mich mal in der nächsten Folge. Geht's weiter. Tschüss.